Hallo Fans und Freunde der Vienna zu einem Kammern-Vienna-Spezial. Heute möchte ich sagen, nicht Vienna-Fans, sondern Fußball-Fans. Aber ich darf heute recht herzlich begrüßen bei Kammern-Vienna die Niki und den Markus von Hallo. Der Initiative für Vielfalt und Antidiskriminierung Fairplay. Meine Lieben, um was geht's bei euch? Was ist Fairplay? Was ist diese Institution? Bitte eine kurze Erklärung, Niki, wenn du so lieb bist. Wir sind eine Initiative, die im Fußball gestartet hat, aber mittlerweile im ganzen Sportbereich tätig ist. Und einerseits arbeiten wir gegen Diskriminierung im Sport, im Fußball, und andererseits eben für Vielfalt. Also es geht darum, Barrieren für Menschen, vor allem aufgrund der Herkunft, sexuellen Orientierung, Geschlecht, abzubauen, sodass Sport wirklich ein Ort sein kann, den einfach alle betätigen können, weil wir einfach auch sehen, dass insbesondere der Fußball da ein unglaublich großes Potenzial hat, dass auch Menschen zusammenkommen, die sich halt woanders wahrscheinlich nicht begegnen und da unglaublich viel hergestellt werden kann und unglaublich viele Brücken gebaut werden können, aber eben leider auch gerade im Fußball es sehr viele Barrieren gibt für bestimmte Bevölkerungsgruppen. Da sprichst du aber von Fußballspielerinnen und Fußballspielern. Genau. Auf der einen Seite, genau. Und auf der anderen Seite geht es um konkret Diskriminierung, die im Fußball und am Platz passiert. Und zwar jetzt sowohl unter den Spielern und Spielerinnen, was dann dazu führt, dass manche den Sport nicht machen können, aber natürlich auch auf den Fantribünen. Das allgemein auch für Besucher, Besucherinnen, Fans, auf allen Ebenen des Sports, Funktionärinnen, Fans, Spielerinnen, Sportjournalistinnen, hängt ja alles zusammen. Da alle Menschen willkommen sind und den Fußball auch so zelebrieren können, wie sie das eben möchten. Ja. Und gerade bezüglich Fans haben wir eine sehr enge Geschichte. So medial und allgemein wird ja oft, wenn man von Diskriminierung redet, das Problem so auf die Fans reduziert. So. Das sei jetzt nur ein Fanproblem und ansonsten wäre das alles ganz, ganz pipifein, was wir natürlich für einen Blödsinn halten. Das stimmt nicht. Es ist natürlich auch ein Fanproblem, aber nicht nur. Und was wir halt vor allem erleben eigentlich seit unserer Gründung, und da kann da wahrscheinlich der Markus dann mehr drüber erzählen, ist, dass wir eben ganz stark mit proaktiven, mit engagierten Fangruppen und Fanszenen zusammenarbeiten, weil es gerade im Fanbereich auch unglaublich viele Einzelmenschen und organisierte Gruppen gibt, die eben für Vielfalt gegen Diskriminierung aktiv sind und mit denen wir, glaube ich, eine recht lange gemeinsame Geschichte haben. Wie ist da das, die Kommunikation? Geht ihr auf die Leute oder gehst du auf die Leute zu oder kommen die zu dir oder gibt es Veranstaltungen? Teils, teils. Also so und so, ja. Also es geht in beide Richtungen. Wir haben halt ein Angebot, das wir haben, ist dieser Fairplay Projektpool. Projektpool, okay. Mit dem können wir wirklich auf einem niedrigen Level und ziemlich unbürokratisch Initiativen, Projekte, Veranstaltungen von, wir sagen immer Basisinitiativen, und da können auch Fangruppen dazu unterstützen. Ja. Und ob das jetzt, wie es früher mal war, CD von der AG Tor, von Blau-Weiß Linz, einfach einen Beitrag dazugeben haben oder ein kleines Turnier oder den Ute Bock Cup haben wir zum Beispiel von Anfang an mit unterstützt. Und du warst ja auch auf der Hohen Warte? Ich war auch im Oktober auf der Hohen Warte, während der Aktionswochen, Fairplay-Aktionswochen. Die gibt es auch schon über 20 Jahre ungefähr. 20 Jahre schon. Die sind eigentlich aus einem europäischen Umfeld entstanden. Wir haben ja 1999 das Netzwerk Fußball gegen Rassismus in Europa in Wien gegründet. In Wien? In Wien. Okay. Soweit ich mich erinnern kann, waren da bei der Gründungsveranstaltung auch die Döblinger Kojoten dabei. Zumindest bei der Party dann im Chelsea. Das glaube ich auf jeden Fall, ja. Ja, und also gerade das Netzwerk und die Aktionswochen waren natürlich sehr, sehr stark von Fanseite getragen. Seit 2010 sind wir nicht mehr für die Koordination vom Fairnetzwerk zuständig. Das ist jetzt in London, beziehungsweise London und Amsterdam. Mein Kollege, der Martin, ist immer noch im Vorstand jetzt. Und eben durch diese andauernde Arbeit haben wir dann auch vor vielen Jahren schon die Zusammenarbeit mit der Bundesliga hinbekommen. Das heißt, in Österreich sind eigentlich die meisten Aktionen, die passieren, eher auf Clubseite. Ja. Okay. Ja. Aber natürlich auch von Fanseite, beziehungsweise wenn beim Club was passiert, ist auch immer wieder der Fall, dass von Fanseite Aktionen dazu gemacht werden, Choreo oder
was auch immer. Was jetzt bei, wie bei der Wiener Wahlmarktgruppe jetzt im Prinzip nicht so relevant war, weil da hängt immer ein Banner gegen Homophobie und für Vielfalt und so weiter. Das ist ja, und gegen Rassismus und so weiter. Das ist jetzt irgendwie nichts, was jetzt irgendwie einmal passiert, wie bei anderen Vereinen, sondern eh bei jedem Heimspiel auch. Was habt ihr generell in Österreich beim Clubfußball für Erfahrungen gemacht? Also es ist sehr verschieden. Also es gibt die üblichen Verdächtigen, Freundinnen an der Friedhofstribüne, Wiener Fans, Blau-Weiß Linz, mit denen wir natürlich viel zusammenarbeiten, also wo es einfach von Anfang an eigentlich eine gemeinsame Geschichte gab, die immer wieder an uns herantreten, wenn sie was planen, wo wir sie fragen, wenn es bei uns Förderungen gibt oder wenn wir was machen, wo man sich auch gemeinsam unterstützt. Ein gutes Beispiel ist da sicher das Netzwerk Fußballfans gegen Homophobie Österreich, wie das dann in Österreich gegründet worden ist. Da wurden wir eingebunden, da waren wir informiert, da haben wir dann inhaltliche Inputs geliefert, da tauschen wir uns einfach ständig aus. Die Vereinsadresse ist auch bei uns. Genau, das ist ein gutes Beispiel, wo man sieht, dass es auf einer sehr Basisebene einfach sehr, sehr nahe ist. Dann gibt es natürlich Vereine, wo wir von den Fans nichts hören, also gerade die größeren Vereine von Rapid, immer mal wieder in einzelnen Fällen, aber wo wir tatsächlich auch wir mit den organisierten Fanszenen wenig Kontakte haben oder auch nicht mehr. Ich glaube, das war auch einmal anders. Ja. Und woran kann das liegen? Naja, wir haben ja eine Zeit lang eine Förderung für Fanarbeit bekommen. Mhm. Das hat dann Pro Supporters geheißen, Koordinationsstelle für sozialpräventive Fanarbeit in Österreich. Nachdem die Förderung dann aber vom Sportministerium nicht mehr verlängert worden ist, hat sich das Projekt erledigt. Von dem her sind jetzt nicht mehr die Ressourcen da. Und, um den Bereich jetzt so aufrechtzuerhalten wie damals. Damals waren zwei Leute, da war eben auch der Thomas Gassler da, der eigentlich von der Faninitiative Innsbruck gekommen ist und dann bei Football Supporters Europa. Also das hängt halt alles auch immer mit. Wir sind sehr projektfinanziert im Prinzip und abhängig von den Mitteln, die wir beantragen und bewilligt bekommen für unsere Projekte. Und wenn einmal ein Projekt nicht mehr weitergeht, dann können wir da auch nicht mehr so viel Energie logischerweise hineinstecken. Ja. Wie viel können die Fans einbringen bei solchen Projekten? Natürlich finanziell ist klar, es wäre immer gut, wenn man eine Spende oder so erhält. Aber wie sehr kann man die Fans da einbinden in Aktionen? Also eben damals bei Pro Supporters war schon so, dass ein Teil des Projektes war, dass Fanbotschaften organisiert worden sind für Spiele vom Nationalteam. Und da waren eben bei den Fanbotschaften, zum Beispiel in Frankreich, Leute aus der Fanszene mit dabei. Also das waren jetzt nicht nur der Dom und der David, sondern die haben dann wirklich intensiv Kontakt gesucht und die Leute eingebunden. In Österreich die Argumentierung in den Stadien, bei den Verbänden, gibt es da auch Erfahrungen? Positive, negative? Die Cornerfahnen in Regenbogenfarben. Regenbogenfarben, da haben wir vor 2 Jahren oder 3 Jahren die zum ersten Mal gehabt und auch den Club zur Verfügung gestellt. Und irgendein Club wollte auf Nummer sicher gehen, ob das eh passt und damit sie keine am Deckel kriegen von der Bundesliga oder so. Die Anfrage haben wir weitergeleitet. Wir haben auch einen Kontakt bei der FIFA, das kurz abgeklärt. Da ist es okay gekommen für die Bundesliga, das gereicht und damit war das dann kein Problem, dass die Regenbogen-Cornerfahnen eingesetzt werden bei den Spielen. Genauso die Kapitänschleifen. Und man heuer mal zum ersten Mal die Bierdeckel gegen Homophobie gemacht. Ich meine, das ist dann eher Kantinensache und nicht Spielfeldsache im Normalfall. Und da haben es auch die einen Vereine mehr genommen und die anderen Vereine weniger. Kann man sagen, tendenziell Bundesliga mehr, die unteren Verbände weniger oder umgekehrt? Ich kann es gar nicht sagen, genauso wie du nicht sagen kannst, der eine Kader ist super und der andere Kader ist schlecht. Okay. Es gibt halt solche und solche. Nein, es ist ganz querbeet. Also ich meine, wie so oft braucht so diese... Also heuer die Aktionswochen waren für uns halt ganz speziell, weil eben in Kooperation mit dem ÖFB haben wir das wirklich ausschicken können über dieses Fußball Österreich. Sprich, das ist über das ÖFB-Netzwerk wirklich jeder Vereinsvorstand,
irgendein Funktionär von jedem Verein hat ein E-Mail mit der Einladung zu den Aktionswochen bekommen. Macht's mit, zeigt ein Zeichen gegen Homophobie. Mhm. Und das war natürlich für uns schon super spannend, weil das erste Mal halt die Möglichkeit war, dass auch Vereine, die wirklich von uns noch nie was gehört haben, da mitmachen können. Super. Weil sonst ist natürlich schon so, dass es halt, wenn man es an, man muss irgendwie in Kontakt mit uns kommen, ja, oder irgendwie muss es schon einen Vorkontakt geben, dass man irgendwie auf uns stoßt. Mhm. Aber da war das halt wirklich so. Und die Rückmeldungen waren, und das ist total ausbaufähig, aber die Rückmeldungen waren total interessant. Also wirklich auch, also viel Landesliga, viel Steiermark-Landesliga, also so Vereine, die jetzt auf den ersten Blick so ganz unverdächtig scheinen, jetzt irgendwie super engagiert zu sein. Aber eh so, wie es wir uns eigentlich erhofft haben und auch irgendwie gedacht haben, mhm, dass man halt nicht weiß. Ja. Und ganz, also wirklich ganz verschiedene Clubs, mit denen wir vorher noch nie Kontakt haben, haben sich da gemeldet. Und man muss dazu sagen, es war extrem kurzfristig jetzt von unserer Seite. Ja. Also mhm, wenn man das irgendwie nochmal anders anbahnt, und das haben wir vor, dann ist das schon wirklich eine Möglichkeit, dass man da sehr, sehr viele erreicht. Und da zeigt sich's halt. Und teilweise haben wir dann rückgefragt und hatten halt dann Kontakt mit den Einzelpersonen, die sich da zurückgemeldet haben. Und teilweise hat es begonnen bei einem wirklichen Einzelinteresse. So, ich Vorstand finde das super und würde es gerne machen. Oder teilweise wurde das in den Teams besprochen. Und unser Kapitän will unbedingt die Regenbogenschleife haben. Also okay, so Sachen kann man auch zurückfahren. Also wirklich, wir waren total positiv überrascht. Und da kann man irgendwie nicht so, also mir fällt kein Kriterium ein, an dem ich jetzt messen könnte, wer eher zurückgeschrieben hat oder nicht. Gibt es auch diese Argumentation, was bringt uns das? Also jetzt sagen wir so, in der Bundesliga und zweiten Liga bringt es einem wirklich was, weil es Teil der Lizenzierungsbestimmungen ist, ja. Tatsächlich. Aber nicht das konkret, aber sie müssen irgendwas in dem Bereich machen, ja. Und wenn jetzt halt, Vereine wie Rapid, die machen fast jedes Wochenende irgendwas oder jede Seite im Bereich Social Responsibility, mhm, und andere Vereine, die machen halt nur bei der Aktionswoche mit. Mhm. Und das ist halt das fehlende Teil für das Lizenzkriterium, das dann halt erfüllt ist. Ne? Okay. Ja, also eben so Vereine wie Rapid, die müssten gar nicht, weil sie schon 100 andere Sachen machen, mhm, aber eben gerade Rapid ist ein Beispiel bei den Aktionswochen. Die sind dann eher, wir haben gar kein Match jetzt in den 2 Wochen, wir haben 2 Auswärtsspiele, wie sollen wir tun? Ja? Mhm. Also die wollen und dann schauen wir sie, dann machen wir es halt eine Woche später. Super. Ist ja kein Problem. Oder eben, mhm, der Tag ist schon bummvoll, schon lange geplant. Voriges Jahr im Oktober waren die, dieser Tag der Ehrenamtlichkeit, der Pink Ribbon Day und irgendwas mit World Heart Day, glaube ich, auch noch. Ja. Mhm. Und wenn da schon alles vollgepackt ist, na, dann sagen wir nicht, ja, jetzt müsst ihr uns auch noch 2 Sekunden geben, sondern mal ein andermal. Halt, ist ja kein Problem. Ja. Die Frage, was bringt das, kommt weniger von den Vereinen, finde ich, sondern so allgemein eher so von eher so Mitkämpferinnen von uns, halt, die auch sagen, okay, das ist halt, diese Ebene ist halt eher so eine PR-Ebene, halt gerade bei den großen Vereinen, das schaut ganz gut aus, aber was heißt denn das jetzt wirklich jetzt? Ja? Und dem stimmen wir insofern zu, dass es natürlich nicht die einzige Ebene sein kann, mhm, aber kombiniert halt mit den anderen Ebenen, auf denen wir arbeiten, ja, also was eben mit den Basisinitiativen, mit proaktiven Gruppen, die schon engagiert sind, halt Bildungsarbeit, mit Workshops, und jetzt wollen wir auch endlich halt mal wirklich so Schulungen für alle Vereine halt entwickeln. Das ist gut. Also klopf, dass wir die Förderung kriegen, aber das wollen wir endlich haben. Also, und dann halt aber schon auch diese Kampagnenebene ist schon auch etwas, was wir denken, was wichtig ist und was vor allem für viele ein guter Einstieg ist, ja, weil es jetzt nicht, und das ist natürlich eine allgemeine Öffentlichkeit, mhm, und das muss man halt auch einmal sich trauen oder auch einfach da mal eindeutig Stellung beziehen. Und durch unsere wirklich lange Erfahrung haben wir auch schon auch gesehen, was sich da verändert. Weil ich weiß noch genau vor 8 Jahren, wo halt, also begonnen haben wir vor allem auch im Antirassismusbereich. Und dann über die Jahre sind immer Diskriminierung im breiteren Sinne dazugekommen, mhm, also Sexismus, Homophobie vor allem. Und ich weiß noch, wie ich da begonnen habe, vor 8 Jahren bei den Aktionswochen, wo wir dann begonnen haben, dass bei diesen Kapitänstatements, dass die Kapitäne halt verlesen, Homophobie erwähnt wird. Mhm. Also wir sind gegen Rassismus und Homophobie, dass wirklich das noch den Leuten sehr schwer gefallen ist, das über die Lippen zu kriegen. Tatsächlich. Ja. Also immer gibt es bis heute, aber es ist wirklich besser geworden. So diese Idee, wenn ich über Homophobie spreche, dann ist schon ein bisschen die Gefahr, dass ich als schwul gelte. Oder überhaupt das Wort einfach nicht bekannt war, so drüber gestolpert. Das war einfach nicht geläufig. Und das hat sich extrem geändert.
Also das ist einfach ein Begriff, wo die Leute wissen, was es heißt, was die Leute einfach sagen, teilweise auch in Gesprächen, ohne dass es vorgelesen wird. Also da hat sich gesamtgesellschaftlich und auch im Fußball, jetzt will ich sagen, nicht nur durch unsere Arbeit natürlich, aber wir sind da auch ein kleines Rädchen, halt hat sich da schon einiges bewegt an Selbstverständlichkeit. Was noch immer nicht heißt, dass es jetzt im alltäglichen Tun jetzt toll wäre oder sich da so viel verändert hätte. Aber ich denke, es ist auch nicht zu unterschätzen. Also das ist, finde ich, schon auch ganz schön viel. Wenn ich über etwas reden kann, dann ist eigentlich schon einiges passiert. Das heißt, die Sensibilisierung ist sukzessive da. Ja. Und, so. Und das ist aber nicht nur unser Verdienst, sondern es gehört ja auch Fangruppen geben wie die Freundinnen der Friedhofstribüne, die schon in den 90er Jahren Aktionen gegen Homophobie gemacht haben. Ja? Mhm. Und da sieht man einfach, auch wenn es damals nur eine kleine Gruppe war mit 5 Fahnen vielleicht, ja, bei einem Match einmal. Aber wenn das immer wieder passiert, ja, und immer wieder in Erinnerung gerufen wird und immer wiederholt wird, dann irgendwann einmal ist dann kein Problem mehr, dass dann auf einmal die Bierdeckel von uns in der Kantine überall aufliegen. Ist jetzt, Entschuldigung, auch zum Verband was eingefallen, was nämlich auch nochmal was Positives, was schon passiert, nämlich jetzt sowohl in Wien als auch jetzt in Tirol, ist, dass die jeweiligen Frauen- und Mädchensektionen der Verbände, also die Ausschüsse, die halt für den Frauen- und Mädchenfußball zuständig sind, die sind eher gewillt, auf uns zuzukommen. Also jetzt nicht irgendwie wirklich die oberste Ebene des Verbands, aber halt die Frauen- und Mädchenausschüsse. Beispiel ist da eben in Wien hat es das erste Mal einen Frauen- und Mädchenhallencup gegeben, so einen offiziellen, wie es für die Männer und Burschen immer schon gibt. Und da ist auch dann ganz zentral beim Teamfoto am Ende unser Wiener Fußball gegen Homophobie transparent gezeigt worden. Und das ist eben durch den Frauenausschuss gebracht worden, eben vor allem von der Anna Ressmann vom FC Maria Hilf. Mhm. Also braucht auch immer wieder so einzelne engagierte Verbündete, aber trotzdem haben das dann alle mitgetragen. Und ähnliches jetzt eben in Tirol, da wird es jetzt auch diesen ersten Frauenhallencup geben, so einen ganz offiziellen vom Verband. Und die haben jetzt auch angefragt, eben ob man das Fairplay-Logo aufs Leiberl für die Gewinnerinnen drucken kann. Ist das eine neue Generation oder kommt das wegen der Social-Media-Verbreitung? Dass man uns kennt, ist sicher irgendwie. Ich meine, wir sind halt schon lange im Feld und wir sind ein extrem, ein Team, das extrem kontinuierlich arbeitet. Also bei uns wechselt es eigentlich. Also ich bin am neuesten dabei und ich bin jetzt auch schon seit 8, 9 Jahren dabei. Also das ist sehr überraschend für eine Initiative. Mhm. In dem Sinne muss man schon auch sagen, dass unsere Netzwerke halt, und wir spielen halt auch alle Fußball oder sind Trainerinnen oder viele halt. Also man kennt irgendwann dann schon alle über, oder viele halt über die Zeit und irgendwie setzt sich das. Das darf man nicht ganz unterschätzen. Und generell ist es halt im Frauen- und Mädchenbereich sind die Leute einfach viel aufgeschlossener. Da ist es weniger professionell im Sinne, dass da weniger Geld und weniger Vermarktung, weniger Angst ums Image und so zu verlieren ist, weil es das sowieso nicht gibt. Ja. Da wird eher versucht, das aufzubauen und darum zu kämpfen. Und halt Themen wie Homophobie sind einfach quasi nicht, also kommt vor, aber unter den Spielerinnen, ich meine, da gibt es einfach so viele lesbische Spielerinnen und viel mehr Offenheit, dass natürlich das für unsere Themen auch total zuträglich ist. Und die sind viel gewillter und engagierter, sich dann im Bereich auch gegen Diskriminierung einzusetzen. Diese immer wieder wiederkehrende Diskussion, was besser ist, in reine Frauenvereine oder gemischte, oder muss jeder Bundesliga-Verein von den Männern auch eine Frauensektion haben? Es geht auch in eine ähnliche Richtung. Ja. Klar wäre es gut, wenn jeder Verein nicht nur den Sport für Buben und Männer anbietet, sondern auch für Mädchen und Frauen. Ja. Die andere Frage ist dann aber, macht es Sinn, wenn jetzt die Infrastruktur nicht da ist und die Leute im Verein das dann auch gar nicht ernsthaft betreiben? Egal, ob das jetzt Männer oder Frauen sind, die in der Funktionärsebene dafür verantwortlich sind. Wenn jetzt ein Verein wie Wolfsburg echt Mittel reinsteckt, dann macht das ja sehr viel mehr Sinn, als wenn jetzt, ich weiß nicht, der 10. Verein ein schlechtes Gewissen kriegt, du, wir sind einer von den wenigen, die noch keine Frauensektion haben, dann übernehmen wir halt irgendeinen kleinen Dorfverein und lösen den auf, ja. Der aber vielleicht schon seit 30 Jahren existiert und danach auch von der Landkarte verschwunden ist. Dass solche Sachen bei den Männern auch passieren, dass kleine Vereine geschluckt werden und so weiter, darüber brauchen wir jetzt nicht reden, ja. Aber wie in Frankfurt jetzt die Diskussion mit dem FFC und Eintracht,
dass die fusionieren soll, geht genau in diese Richtung. Mhm. Ja. Jetzt muss man sich halt immer sehr, sehr genau anschauen, was für Effekte das dann hat. Ja. Also bei Innsbruck zum Beispiel hat das dann auch negative Effekte fürs Frauenteam gehabt, wie die dann zu den Männern dazugekommen sind. Okay. Die nämlich davor einfach viel mehr Autonomie hatten und auf einmal ist man so ein bisschen das Beiwagerl. Die Trainingszeiten sind schlechter geworden im ersten Moment und so. Mhm. Also das muss man sich sehr genau anschauen und wie gesagt, auch hier ein funktionierendes Super-Bundesliga-Team zu schlucken, ist das eine. Das andere ist kontinuierliche Arbeit von Fußballkindergarten bis nach oben hin zu machen. Und da kann man nämlich nichts einkaufen. Da muss man nämlich wirklich substanzielle Arbeit leisten. Klar. Und da muss ich sagen, von den großen Vereinen ist die Vienna der einzige, die wirklich systematische Mädchen-Nachwuchsarbeit machen. Okay. Zukunft. Wünsche, Ziele. Na, Wünsche, im Endeffekt, also der größte Wunsch ist, dass wir in 100 Jahren nicht mehr da sitzen und drüber reden müssen. Aber. Und dem, keine Ahnung, das einfach so weitergeht. Ja? Also, ich glaube, der Oktober bei den Aktionswochen war echt gut, dass Vereine von sich aus auf uns zukommen sind oder einzelne Leute uns angesprochen haben, dass das, was wir machen, gut ist und sie das mitmachen oder unterstützen wollen. Und wenn es früher davon was gehört hätten oder damit das mitbekommen hätten, dann hätten es noch mehr machen können oder halt heuer geht es nicht aus und nächstes Jahr. Oder die Wiener Viktoria, die ihren eigenen Aktionstag unabhängig im Prinzip von uns schon vorbereitet hat und dann hat das wirklich genau gepasst, dass das in den Aktionswochen war. Das war dann das Match gegen den Wiener Sportclub. Ja. Mit den eigenen Dressen. Regenbogendressen, das war echt super. Also ich sage auch, vor 20 Jahren hätte ich mir nie vorstellen können, dass da Toni Polster irgendein positives Wort zu Schwulen und Lesben sagt und dann im Match-Nachbericht, was halt in seiner Art wie halt redet, echt ein großartiges Statement von ihm. Ja. Gibt es ein zu viel, wenn die Leute dann schon, oder die Vereine zu viel in die Richtung machen, dass sie sagen, ja, wir sind jetzt alle schwul oder wir sind alle homosexuell oder dass es dann schon fast bigott wird? Für mich jetzt nicht, aber klar gibt es dann sicher Leute, die dann sagen, na, da fühle ich mich jetzt aber nicht mehr wohl. Ja? Wenn der Verein jetzt nicht mehr sich auf das konzentriert, was er eigentlich machen soll, nämlich Fußball anbieten oder einen anderen Sport und dann halt viel mehr auf andere gesellschaftliche Themen umschwenkt. Ja. In anderen Ländern, also in Holland zum Beispiel, macht der Verband ja jedes Jahr bei der Gay Pride mit, oder? Mit den eigenen Wagen. Also gibt es sicher irgendwann einmal in den nächsten Jahren entweder von Vereinsseite oder von Verbandsseite auch Merchandise in die Richtung. Mhm. Aber ich finde, da gibt es halt kein zu viel. Und ich kenne das oft, das Argument, dass Leute sagen so, aber lasst uns doch mit eurer Sexualität in Ruhe. Ich erzähle auch nicht jedem, mit wem ich jetzt ins Bett gehe. Also ungefähr so kommt es dann. Und dann sage ich würde dich total gern damit in Ruhe lassen. Ja? Aber solange es halt Homophobie gibt, ist es einfach relevant, ja. Mhm. Und dass manche Menschen, die halt mit dieser Form der Diskriminierung nicht konfrontiert sind, glauben, dass es sie nicht gäbe, da muss man halt manchmal auch den Leuten glauben, die davon betroffen sind. Und wir hören ja auch alle, was die ganze Zeit geschrien wird. Man muss sich nur mal vorstellen, mit welcher Selbstverständlichkeit halt ganz banale Gespräche man erzählt. Am Wochenende war ich mit meiner Freundin, also als Mann war ich mit meiner Freundin am Berg und ungefähr was für einen gleichen Effekt das haben würde, wenn da ein Schwuler ist und sagt, mit meinem Partner war ich am Wochenende am Berg. Mhm. Und das sind genau diese subtilen Sachen, die einfach noch immer nicht gleich laufen und die dazu führen, dass halt viele das Gefühl haben, oder es auch so ist, dass sie sich einfach verstecken müssen und einfach nicht das sein können, nicht das erzählen können, was sie sind. Und solange es Homophobie gibt und solange Leute Probleme mit LGBTs haben, solange müssen wir darüber reden. Ja, das heißt, das Ziel wäre es eigentlich, dass es nicht nur so selbstverständlich ist, sondern dass es eigentlich gar kein Thema mehr ist. Dass es kein Thema ist, dass mein Geschlecht, meine Wunschvorstellung ist, dass erstens ich sein kann, wer ich will. Ja? Mhm. Und das muss jetzt auch nicht unbedingt das sein, was du jetzt sofort siehst, sondern ich kann sein, was ich will. Es macht für mich schon einen Unterschied, weil ich bin ein Individuum und ich darf es alles sein. Aber es macht jetzt strukturell von der Macht her keinen Unterschied. Mhm. Nur weil ich lesbisch bin, bin ich deswegen nicht mehr mit Diskriminierung konfrontiert. Das wäre das Ziel. Ein Unterschied darf zurück machen. Wir sollen unterschiedlich sein, finde ich großartig. Aber es darf jetzt von der Ebene der Machtverhältnisse und der Diskriminierungen keinen Unterschied machen. Und dann würden wir über das alles nicht reden müssen, weil dann wären alle, wer sie sind. Und manche mag man, manche nicht. Aber es liegt nicht daran, welche Sexualität sie haben. Das ist wichtig, ja. Und Vorlieben.
Und Vorlieben. Ganz egal. Genau. Ike, Markus, danke für das Gespräch, für diese tolle Aufklärung. Steffen auch, danke. Ja, danke. Dass du zugekommen bist. Und ja, ich hoffe, es geht positiv weiter und dass das auch ja, einen guten Eindruck auch auf die Fußballfans hat. Mhm. Danke. Danke dir, voll schön.